Was geht, Leute? Heute soll es wie versprochen um den Office-Duft 2020 gehen. Wie heißt dieser Duft? Der Duft heißt Daniel Eike, nicht die Absolut-Version, nicht die Elite-Version, nicht die Racing-Version, einfach der ganz normale Daniel Eike. Erstmal der Flakon, unfassbar geil. Also sieht wunderschön aus, meiner Meinung nach. Ist ordentlich schwer, wiegt, würde ich sagen, 400 Gramm sowas mit Flüssigkeit drin. Und hat einmal noch so ein Chrom-Element drin eingebaut. Ich finde es, ja, ich finde, es sieht einfach hochwertig aus. Und ich finde auch, dass der Duft hochwertig, elegant, classy und teuer riecht. Das Geile bei dem Duft, und weil es ist halt ein Office-Duft, einmal im Vergleich mit Prada Homme. Prada Homme, der Klassiker im Office. Der riecht auch cool, der riecht auch clean. Der riecht wie frische Wäsche, nur pudriger und luxuriöser, ist aber irgendwie langweilig. Also, den hat jeder schon mal gerochen und ich finde die Performance ist auch nicht so mega geil. Fast runtergefallen. Beim Daniel Eiken finde ich die Performance geiler. Ungefähr 6 Stunden, jetzt nicht so unfassbar gut. Aber definitiv besser als der Prada Homme, jedenfalls auf meiner Haut. Und er hat eine bessere Silage. Und ich finde auch die anderen Leute um einen herum können den Duft besser riechen als zum Beispiel den Prada Homme. Der Prada Homme ist bei mir sehr hautnah. Und der Daniel Eiken verteilt sich viel, viel besser im Raum, wenn ich den aufgespult habe. Und er riecht einfach noch ein bisschen männlicher und ein bisschen, ja, klassischer, aber auch moderner. Durch die Lavendel und die zitrischen Noten da drin hat er nicht nur dieses mega klassische, sondern auch halt diesen modernen Touch und deswegen ist er fürs Office einfach wie gemacht. Den Duft, den haben auch noch nicht so viele, deswegen könnt ihr damit ein bisschen hervorstechen, wenn ihr den Duft auftragt. Ist auch echt nicht teuer, irgendwie 38 Euro für 100 Milliliter. Ich würde sagen, das kann man sich echt mal geben. Und wenn man dann so einen hochwertigen Duft hat, der Selbstbewusstsein ausstrahlt, der einfach classy clean riecht, vor allem in Office, mega geil. Und wenn man den Duft riecht, dann kommt es auch so rüber, beziehungsweise verstärkt es den Eindruck, dass man weiß, wovon man redet. Zur Jahreszeit, finde ich, kann man den über das Ganze über einfach auftragen, vielleicht zum Signature-Duft machen, wenn man Bock hat. Ich muss aber auch sagen, er ist jetzt nicht für den Winter gemacht, aber auch nicht komplett unpassend für den Winter halt. Ich finde, dass der in wärmeren Jahreszeiten besser rüberkommt, aber ihr könnt ihn halt, wie gesagt, auch das ganze Jahr über einfach immer benutzen. Das war's mit der Review eigentlich. Wenn ihr Bock habt, echt, holt euch den Duft für 38 Euro. Ihr werdet wirklich nichts falsch machen. Worst Case Szenario, ihr schenkt den irgendwie einem Kumpel oder eurem Vater. Die werden sich definitiv freuen, weil der Duft einfach was Besonderes ist. Und wenn ihr dies auch rüberbringen wollt, nicht nur über den Tag über, wenn ihr irgendwie was mit Freunden macht, sondern auch im Office, das ist euer Duft. Der wird euch Komplimente bringen. Der wird einen guten Eindruck von euch rüberbringen. That's it. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch ein Like da lassen, ein Comment, das Video sharen. Wenn nicht, du musst das nicht machen. Wäre nur ganz cool. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.